Diese Kurven sind in ganz Moskau bekannt. Die süße Anja ist Gogo-Tänzerin im bekanntesten Striptease-Club der russischen Hauptstadt. Auch Dieter Bohlen soll angeblich sofort Feuer gefangen haben. Nach einem Konzert im Oktober hat er sich anschließend bei Anja in der Moskauer Nachtbar erholt. Ich bin sofort auf ihn aufmerksam geworden. Er hat mir gut gefallen. Und als ich getanzt habe, bemerkte ich, dass er sich auch für mich interessierte. Wir haben an seinem Tisch etwas gegessen und dann hat er mich nach Minsk eingeladen. Dort war die nächste Station der Modern Talking Tour. An den Sehenswürdigkeiten der Stadt hatten der Popstar und die bildhübsche Tänzerin mit der spitzen Nase allerdings kaum Interesse. Sie hatten angeblich andere Dinge zu tun, sagt Anja. In Minsk war es sehr schön, wir sind allerdings gar nicht ausgegangen. Wir hatten viel Spaß und sind die ganze Zeit zu zweit im Hotel geblieben. Über die angebliche Romanze wurde sogar auf der Titelseite der altehrwürdigen Pravda berichtet. Dieter hat sich in mich verliebt und will, dass ich nach Deutschland komme, behauptet sie. Und auch Anja war von ihm ganz tief beeindruckt. Dass er so viel älter ist als ich, stört mich nicht. Es war wunderschön mit ihm, wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Die Erinnerungsfotos hat Anja immer dabei. Sie will Dieter unbedingt wiedersehen, auch wenn sie kein Deutsch spricht und die beiden in den kalten russischen Nächten angeblich nicht viel miteinander geredet haben. Wir verstehen uns ja gar nicht. Über den Dolmetscher ließ er mich aber fragen, wann mein Pass fertig sei und wann ich endlich nach Deutschland käme. In ein paar Wochen hat Anja ihre Dokumente und will dann vor Dieters Türe stehen. Ob der nach ihrem öffentlichen Geständnis noch aufmachen wird, ist allerdings nicht mehr so sicher.